Fahrwerksachsen mit Achslasten von bis zu 26 Tonnen stellen hohe Anforderungen an die Qualitätssicherheit. Deshalb setzt SAF Holland nun bei der Qualitätsüberwachung und Qualitätskontrolle der manuell geschweißten Achsen auf EWM-XNET. Die SAF Holland Group zählt zu den international führenden Herstellern von fahrwerksbezogenen Baugruppen und Komponenten für Trailer, LKW und Busse. Die Produktpalette umfasst Achs- und Federungssysteme, Sattelkupplungen oder Stützwinden. Das Schweißmanagementsystem des Schweißgeräteherstellers EWM überwacht und dokumentiert nicht nur kontinuierlich sämtliche Schweißparameter, sondern stellt auch eine gleichbleibende Qualität der Schweißnähte sicher. Im Schweißbereich setzen wir ausschließlich die Taurus, die Titan und auch XNET ein und haben noch das Equipment dazu, wie das XNET Gateway und auch die Scanner. Die Qualitätsanforderungen steigen ja stetig. Ich sag mal, der Prozess ist einfach reproduzierbarer. Ja, also wir können die Qualität dann auf einem Level beibehalten. Es sind gewisse Programme vorgegeben und in diesem Programm-Range muss sich einfach der Schweißer aufhalten und dann, damit können wir dann die Qualität sicherstellen. Und dadurch, dass wir die ganzen Schweißparameter dokumentiert der Seriennummer zuordnen können, ist XNET für uns eigentlich ein ganz gutes Tool. Sämtliche Daten des Schweißprozesses werden direkt auf dem Server abgespeichert und können sogar in Echtzeit eingesehen werden. Christoph Hofmann startet seinen Arbeitstag stets mit einem Blick auf die Kurven sämtlicher Schweißparameter. Durch die grafische Darstellung und der farbigen Kennzeichnung ist es sehr leicht, mögliche Abweichungen aus dem jeweiligen Toleranzbereich zu erkennen. Doch durch die gute Voreinstellung der Parameter muss er hier nur sehr selten eingreifen. Am Produktionsalltag selber hat sich nicht viel geändert. Alle die Schweißer können ganz normal weiterarbeiten. Was sich für uns geändert hat, ist, wir haben ja den Bezug der Parameter zur Seriennummer. Das heißt, wenn wir eine Rückmeldung aus dem Feld bekommen würden, hätten wir jederzeit die Möglichkeit, da zu recherchieren und zu schauen, ob die Schweißnähte in Ordnung waren. Und für mich als Schweißaufsicht ist einfach wichtig, in der Früh zu sehen, dass alle Parameter in Ordnung sind, dass alle Schweißnähte in Ordnung waren, dass wir immer die gleiche Qualität haben. Und dann hat man eigentlich auch ein gutes Gefühl. Zukünftig wollen wir sogar auch international eventuell Maschinen mit in dieses XNET integrieren, zum Beispiel in China.